Diana, was weißt du über Nokris? Verlorenen Scharschriften zufolge ist Nokris der exkommunizierte Sohn von Oryx. Anscheinend hat er ohne das Wissen seines Vaters mit Xol, einem der Scharwurmgötter, Kontakt aufgenommen. Diese Kristalle sind reines, kristallines Seelenfeuer. Sie müssen die Quelle des Energieanstiegs sein. Der Schar verändern die physikalische Beschaffenheit der umliegenden Felsen. Organische Wucherungen, die rapide wachsen und den Boden bedecken. Ich habe die Schar-Apokryphen, soweit es geht, übersetzt. Dieser Nokris ist sogar noch schlimmer, als wir dachten. Die Rede ist von Nekromantie. Endlose Kreisläufe von Leid und Tod und das alles im Dienste eines riesigen Wurmgottes.
guter Gefallen. Bereit dafür, Hüter. Es wird uns gelingen, Nokris aufzuhalten. Thank you.
des Mars noch nicht gezählt.